Nur wenn man eine Gemeinschaft hat und wenn man die unterschiedlichen Talente bündelt, schafft man was. Und der Leitsatz einer Genossenschaft ist ja, was einer nicht schafft, schaffen viele. Ich bin Biobergbauer und einer der Gründungsmitglieder von Kaslaben Nockberge in Radenthein. Das ist eine Käsereigenossenschaft zwischen den Nockbergen und dem Millstättersee. Das ist unsere Region, in der wir leben und wo wir wirtschaften und arbeiten und einen sehr guten Käse machen. In Schweiz und in Vorarlberg gibt es so diese Dorfsennereien, diese kleinen strukturierten Käsereien. Und das war immer so ein bisschen die Vision, dass man das auch da bei uns in den Ort kriegt. Und habe einfach in der Region die Mitstreiter gesucht und gefunden. Wir haben 20 Mitgliedsbetriebe, verarbeiten dort Ziegenmilch und Kuhmilch in Bio-Heumilchqualität. Und das ist eine regionale Milch, die wird regional veredelt und verkaufen den Käse auch in der Region. Es reicht, glaube ich, jetzt nicht mehr, dass man im Ort einkauft, sondern man muss einen Schritt weitergehen und sagen, was kaufe ich im Ort? Die Milchbäuerinnen und Bauern sollten einfach die Milch in der Region da absetzen können und wir erhalten einfach die tolle Kulturlandschaft, wo sich einfach jeder gern aufhält. Der Name Kaslaben kommt eigentlich von der Idee, dass man praktisch die alten Bauernhäuser, die es bei uns in der Region gibt, wo es die Laben in der Mitte gibt, dass wir ja so eine Laben gebaut haben. Das ist der Schauraum, wo man uns beim Arbeiten zuschauen kann. Da sieht man einfach, wie wir werken, wie wir Käse wenden oder wie wir Käse pflegen im Reiferaum. Und das ist die Laben und das haben wir versucht, architektonisch auch neu zu interpretieren. Wir sind ein sehr moderner Betrieb, der aber die Verwurzelung einfach zur Tradition und einfach zum althergebrachten Wissen nicht vergessen hat. Was bei uns in Kärnten und speziell auch da im Oberkärntner Raum auch ist mit dem Millstätter See, ist einfach diese Verbindung von Berg und See. Das ist einfach einzigartig und diese vielfältige Kulturlandschaft, die wir haben, und die wird nur erhalten, wenn man praktisch Landwirtschaft betreibt, wenn man die Nutztiere hat und wenn man die Tiere nicht ausnützt, sondern nützt und einfach tolle Produkte erzeugen kann, die wir einfach für unser Leben einfach brauchen.